Um 2500 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes werden die Arbeiten erwartet. Die Gewerkschaften forderten einen landesweiten Verkehrswarnschlag für den 27. Am heutigen Tag müssen Reisende ihre Pläne verschieben. Der Flughafen Hamburger Flughafen betroffen massiv. Am Flughafen Hamburger Flughafen werden so viele Dienstleister zum Streik gefordert, dass es keine regelmäßigen Abflüge gibt. Beachtete Passagiere sind gebeten, ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren und nicht zum Flughafen zu gelangen. Die Stornierungen des Fluges sind auch bei den Ankünften zu erwarten. Passes werden gebeten, ihren Flugstatus aufrechtzuerhalten, ihre Fluggesellschaft oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren. Von rund 299 Flügen, 147 Abfahrten und 152 Ankünfte waren für Montag mit mehr als 35.000 Passagieren geplant. Zug kein Fernverkehr. Massive Beschränkungen auf S-Bahn. Es gibt keine langen Züge im Zug. Was bereits sicher ist, und der regionale Verkehr ist ebenfalls zumindest stark eingeschränkt. Passes müssen in den regionalen Linien wie einem Metronom und dem Nordbahn Misserfolge erwarten. Die Hamburger S-Bahn erwartet offiziell massive Beschränkungen. Es sollten mehr detaillierte Informationen folgen, aber hier ist wahrscheinlich wenig oder nichts los. Fahren Sie unter den Boden und Busse. Glück für die Hamburger, die Hochbahn ist bereits mit ihren Streiks, Tarifverhandlungen und Bussen fertig. Die HDAG-Fähren nehmen ebenfalls ab. In der Reihenfolge, um Verbindungen über Elbe zu verbessern, wird Metrobus Linie 13 auf Elbbrückenstation verlängert. Gleichzeitig wird Linie 154 verstärkt. Es ist immer noch unklar, ob die Buslinien 150 und 250 fahren können. Die Autobahn GmbH wird zuschlagen. Beschränkungen im Port wieder, aber man wollte immer noch mit Verdi über eine Art Notfalldienst sprechen. Von Mittwoch bis Freitag war bereits ein Stillstand im Hafen. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt im Tarifkonflikt. Parallel zum Megastreik beginnt die dritte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst in Potsdam. Die Zölle in Hamburg gelten für rund 60.000 Mitarbeiter. Weitere Löhne für die landesweiten 2,5 Millionen Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst des Bundes und der Gemeinden. Aber mindestens 500 Euro mehr pro Monat. 2.500 Euro. Schlüsselwörter für diesen Artikel: Tarif, Policy, Rail, Verkehr, Flugverkehr, öffentliche Verkehrsmittel. Öffentliche Verkehrsmittel.